ist denn das Mikro an? Ja, das Mikro ist sogar an. Sauber, einen wunderschönen guten Abend natürlich. Da sind wir natürlich hier wieder dabei in Liga Nummer 2. Und somit haben wir natürlich hier Liga 2. Und demzufolge geben wir natürlich schon mal das Go. Zweimal resetten und dann geht das Quali los hier. Liga 3 ist natürlich noch am Start. Da geht es natürlich dann auch gleich hier rüber. Demzufolge sollten alle da sein. 14 Fahrer sind am Start. Zumindest 14 in der Lobby. Wir haben Abmeldung, Anmeldung haben wir. Gucke ich noch mal rein. Liga 2, nicht 3. Liga 2 haben wir runterscrollen. Genau, eine Abmeldung. Das ist der Calimero. Und demzufolge trete der Hokiyama bei. Sollte so theoretisch hier so sein. Steht bei mir aber noch nicht hier in der Lobby drin und demzufolge lass mal die Fahrer natürlich einmal schön fleißig erstmal die Einführungsrunde drehen. 17.45 Uhr, siehst du, das passt alles wunderbar. Demzufolge einmal die Einführungsrunde und dann gehen wir nebenbei nochmal schön fleißig hier in die Tabelle rein. Ich hoffe mal, dass ich die natürlich, ja, die habe ich natürlich schon richtig eingesetzt. So, demzufolge haben wir hier auf Platz Nummer 1. Gucken wir mal. Zack, da muss ich meins auch aufmachen. Der Deep Tone auf der 1 mit 79 Punkten. Dann natürlich mit 70 Punkten der Rusey Vice auf der 3 mit 70 Punkten. Also Gleichstand hier mit Rusey. Dann Gürkan Tali so rum auf der 4 mit 69 Punkten. Und natürlich Sascha auf der 5 hier. Und da kommt natürlich der Wait hier von Liga Nummer 3. Servus, grüß dich. Flo, ich hoffe mal, du hast einen schönen Stream gehabt. Ich habe natürlich dich schon oft genug schreien gehabt, habe dich natürlich auf dem Ohr gehabt. Du hast oft genug geschrien, also war da ordentlich was los gewesen. So, dann haben wir natürlich Simba auf der 6, Georgie auf 7, Centuri auf der 8, Tagebo auf 9, Willi wird's wissen auf der 10, Menges auf 11. Calimero auf 12 und der Stille aktuell auf der 13. So, guck mal, habe ich die live das richtig laufen? Ja, läuft richtig. So, demzufolge Fahrer hier in der Warm-up-Phase bzw. in der Boxenrunde. Ein Bier für den DJ, bitte. Ja, steht alles da. Steht alles da. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, gesitteter heute jetzt vonstatten gehen in Liga Nummer 2. Nicht, dass das wieder so eskaliert wie in Liga Nummer 5. Sind wir mal gespannt. Schauen wir mal, was kommt. Und natürlich einen wunderschönen guten, ja, Abend, kann man schon fast sagen. Wir haben fast 18 Uhr. Einen wunderschönen an euch alle, die natürlich auch von Liga Nummer 3 gerade dazu geschneit sind hier vom Raid hier, vom Flo, demzufolge begrüße ich natürlich den Exe, Great Moni, Evil ist mit am Start, Watt ist dabei, Ice ist dabei, Vasa ist natürlich auch wieder dabei, hallo und herzlich willkommen zurück, Menges ist mit am Start und König Schließer auch schon hier am Start gewesen, beziehungsweise hat sich schon bemerkbar gemacht. So, demzufolge Hokiyama, der Ersatzfahrer, ist auch jetzt hier drinne. Aktuell ein vorderster Front, der natürlich jetzt hier seine schnelle Runde absolviert. Und demzufolge Speedy Quentpa auch ist mit am Start hier. Ein wunderschön. So, Skorpi König auch mit am Start. Ein Hallihallo, Hallöchen. Allerdings nochmal. So, Centurio auf der 3 dahinter. Aber alle noch keine Zeit gefahren. So, mal gespannt hier, was Centurio macht hier von Spartan Racing. Dann Gokan. Gokan. Ich krieg's nicht immer hin mit dem Namen. So, Gürkan natürlich aktueller 4, macht dann hier seine schnelle Runde. Dann Simba, Lora, dasselbe in Spee, Rusei mit am Start. Der Sascha fährt natürlich auch hier an 7. Position seine gezeigte Runde. Vice auf der 8 dahinter. Georgie Mezia ist auch wieder mit dabei. Georgie, Hallöchen. Willi will's wissen. Willi will's wissen. Auf der 10 ist es aktuell beschissen. Ich hoffe mal, Willi kommt vor. So, und dann der Stille. Mal gespannt, wie still er ist heute oder ob er hier Highlife in Tüten macht. Dann B2 Cool auf 12 dahinter. Und natürlich der Menges ist natürlich auch dahinter. Und somit fliegen jetzt hier aktuell die ersten Zeiten. Und natürlich sind wir mal gespannt, was kommt hier. So.
Also, die ersten Zeiten sind geflogen. Warten wir natürlich, bis alle einmal rum sind. Natürlich 10 Minuten Quali, wie immer. Demzufolge. Ich hoffe es, dass es den Don Camillo wieder nicht durcheinander bringt, dass dann wieder einer in die Box springt. Wäre schön, weil sonst kommt der Don Camillo durcheinander. Und natürlich, die Orga im Hintergrund kriegt die Tabelle nicht so richtig hin, wenn Don Camillo wieder irgendwie rumwurstelt in der Liste und keiner weiß mehr, wo Don Camillo war. Aber diese Folge wurde ich darauf hingewiesen und habe natürlich auch meinen Fehler selber erkannt. So, Bitokuhl, aktueller Platz Nummer 1 hier. Dann haben wir den Georgie dahinter auf der 2. Dann natürlich hier den Rusey, aktuell auf der 3. Vice. Quietscht da mit den Reifen ein bisschen rum, aktuell auf 4. Okiyama wurde erstmal durchgereicht auf Platz Nummer 5. Hat natürlich eine schöne Lackierung. Die wollen wir mal kurz rüber luschern hier. Ah, schönes Ding. Sieht schon mal gut aus. Hat aber eine Zeitstrafe von einer Sekunde. Gurkan auf der 6. Irgendwie wirkt das Bild komisch. Inwiefern komisch? Leicht verschwommen, meinst du? Bei mir sieht das aus wie immer. Bei mir sieht es aus wie immer. Rein theoretisch. Kann ja mal nebenbei mal gucken. Wie sollte alles so lang gezogen? Nee. Eigentlich so wie immer. Eigentlich so wie immer. Ob da jetzt nichts anderes verstellt, ja. Gurkan vorgefahren auf der 1. Dann Hagebo auf 8. Hokiyama auf der 9. Centuri auf der 10. Simba 11. Der Stille auf 12. Aktuell Megas aktuell auf der 13. Ja, normalerweise guckst du über Handy ja, ne? Standardmäßig, wenn ich jetzt hier. Ich kann ja nebenbei auch immer bei mir nochmal luschern, mal ein bisschen größer machen. Nö. Sieht aus wie immer. Hat natürlich die komplette Breitseite, wie es standardmäßig sein soll. Was? TV? Ja, TV kann möglich sein. Also wenn ich jetzt bei mir auf dem Monitor gucke, sieht alles super aus. Ich kann ja nebenbei auch nochmal schön vielleicht auf dem Handy gucken, wie es auf dem Handy aussieht. Vielleicht hast du einfach zu großen Fernseher. Das kann auch sein, dass der Fernseher einfach zu groß ist. Das kann möglich sein. So, gucken wir mal hier bei mir aufs Handy. Gucken wir mal da nochmal rein. Sieht aus wie immer. Also, ich sehe da aktuell keinen Fehler. Ich kann aber dann danach im Stream nochmal ein bisschen nachgucken. Aber aktuell finde ich da nicht. Du hast einfach zu großen Fernseher. Gib's einfach zu. So, Gurkan aktuell auf 1. Wir haben natürlich noch 2,5 Minuten. Dann Bicool auf 2, aktuell Zeitstrafe. Rusey auf 3, Willi auf der 4. Georgie 5, Sascha auf der 6, HGB auf 7, Vice auf 8. Okiyama aktuell nur auf 9. Centurio auf der 10, gefolgt von Simba auf 11, der Stille auf der 12 und Menges aktuell auf der 13. Und natürlich Heinz, ja, hallo Camillo, mit C bitte und Chat, hallöchen. Ja, der ist mega groß. Hab ich doch gewusst. Du hast einen großen Fernseher. Weißt ja. 1980 zu 1920 zu 1080 auf einem 4K oder Ultra 4K Fernseher zieht sich das ein bisschen. Jetzt vielleicht mal sauber machen. Definitiv. Kann sein. Was euch geil, sagt's. Was? So. Demzufolge natürlich noch anderthalb Minuten noch. Nee, anderthalb, ja. Genau, und dann geht's los hier. Sorry, Camillo. So, ja. Sieht schöner aus mit C. Mit K sieht's irgendwie aus wie Kacke. Wie Kamelle. Ich verteile leider keine Kamellen hier. Aber ist auch real. Du kannst mich auch mit Y schreiben. Ist wurscht. Ich wollte es nur mal anhauen. Ich sag mal so, ich spreche euren Namen falsch aus, ihr schreibt meinen Namen falsch, passt. Alles
bleibt gleich. So, Gürkan, weiterhin 1. Macht hier nochmal die Bowl. Nochmal ein bisschen sich verbessert. 1,44,542. So, natürlich haben wir nur noch 40 Sekunden und dann ist hier. Ist das hier dann schon wieder Schicht? Dann geht das so schnell vorbei und Georgi hier aktuell Platz Nummer 5. Moin, Camillo-Tee. Wenn dann Camillo-Bier. Das geht auch. So, demzufolge gucken wir schon mal rein. Nochmal 20 Sekunden, dann können wir natürlich hier gleich schon das Quali-Stopp geben. Und somit ist das Ding auch durch hier. Qualifikationsstoppet. Und das jetzt sofort. Und keiner mehr auf Startziel. Alles super, alles Wunder. Und demzufolge frage ich mich auch, warum der schon wieder nicht klingelt. Heinzi, vielen herzlichen Dank für deine 3 Bidis. Dankeschön. So, demzufolge konnte hier nochmal Husey nochmal Platz Nummer 1 holen. Mit einer Zeit von 1,44,485. Ich brauche ein Bier und eine Kippe. Siehst du, das geht. Genau, das geht zumindest. Das Klingelton geht. Dann haben wir Gürkan. Ich muss aber erstmal die Liste abarbeiten. Das kriege ich wieder Ärger. 1,44,542 für Gürkan. Ein Bier für wie cool. 1,44,722. Dann Willi. Ich bedanke mich gleich. Willi auf 4. Ihr bringt mich schon mal durcheinander. Auf 4. 1,44,868. Georgi 1,44,888881 auf der 5. Sascha auf der 6. 1,45,066. Hagebo auf der 7. 1,45,095. Vice auf der 8. 1,45,107. Dann Okiyama auf der 9. 1,45,141. Menges auf der 10. 1,45,172. Kenzuri auf der 11. 1,45,311. Simba auf der 12. 1,45,630. Und der Stille auf der 13. 1,45,735. Und einer fehlt hier am Start. Wer fehlt hier? Ist hier nicht einer? Hier fehlt einer. Wer ist hier rausgegangen? Nee? Nee? Okay, das war nur ich. Alles klar. Insofern können wir losgehen. Da hat er dann wieder geschlurrt. Also rennen. Rennen. Startet jetzt. So. Und Bier. Das könnte ich auch viel brauchen. So, demzufolge hat er es hier, das Schnaps und Bier. Und demzufolge geht's los hier. Und natürlich haben wir natürlich Anib. Vielen herzlichen Dank hier für dein Followchen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich haut hier Great Bully nochmal Schnaps und Bier raus. Vasa nochmal Bier, Bier, Bier. Und natürlich hier der Vasa auch nochmal Bier für den DJ. Wo ist der DJ? Das ist natürlich die Frage. Der DJ sitzt hier im Public Jugendraum bei Donny im Kneipenkeller. So, demzufolge geht los. Natürlich muss er gleich wieder zurückjoinen und dann wieder reinjoinen. Damit man natürlich alles wieder wunderbar sehen. Ja, ich hoffe, das Mikro funktioniert jetzt. Vorhin habe ich gemerkt, war ein bisschen laut. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht mehr ganz so laut. So, da geht's los, da geht's rund und somit geht los hier der Start in Liga Nummer 2. Ja, Husey aktuell auf 1. Dann Gürkan. Auf 2 und dahin geht es natürlich wieder zur Sache. Be cool auf 3. Dann haben wir Georgi auf 4. Willi auf der 5. Da müssen wir mal kurz warten. Hier wird es natürlich gleich richtig eng. Ja. Da geht Sascha natürlich schon an Haribo vorbei. Will noch an Willi ran. Aber reicht noch nicht hier. Gehen wir mal onboard hier. Gucken wir mal, wie es von hier aussieht. Da wird er durchgereicht. Okiyama vorbei. Menge sein auf 10. Centurio auf der 11 hier. Wo natürlich die erste Runde ist, natürlich das Nonplusultra. Und da geht Vice schon stiften, geht Rasen mähen. Und au, au, au. Sascha geht auch flöten und nimmt den Menges noch mit hier. Alle mähen sie hier Rasen. Menges mit Frontschaden, Sascha mit Schaden. Der Stille ohne Schaden auf 11. Simba auf der 10. Centurio auf der 9. Vice auf 8. Macht hier auch nochmal den Power Drive. Twift hier gegen Centurio. Okiyama auf 7, auch ohne Schaden. Willi auf der 6, dann Hagebo auf 5. Georgi auf 4. Bikul auf der 3. Gürkan auf 2 und Husey auf der 1. Gürkan will es natürlich wissen, kommt natürlich nah genug ran. Versucht hier nochmal schön zu pushen gegen Husey.
Bietekuhl hinten dran, ja. Ah, wird natürlich eine enge Kiste. Schön im Windschatten reinsaugen hier. Da kommt Bietekuhl auch noch. Aber reicht noch nicht für Rusey mit dem Porsche hier. Mit dem Hacken-Porsche. Um da hier natürlich ranzukommen. Oder kommt von hinten natürlich mit dem AMG. Ja, schön. Der Bietekuhl. Also, da geht's gleich hier rund. Ich hoffe mal, das funktioniert auch alles gleich in der ersten Kurve. Sollte... Passt. Und somit bleibt Bürkan auf 2, Bietekuhl auf 3. Also hat sich hier nichts verändert. Aber geil gemacht. Da hinten natürlich jetzt Hagebo gegen Giorgi. Hagebo will natürlich da auch ein bisschen reinkommen, ja. Ja, er sitzt auch direkt im Nacken. Da hinten natürlich Hukiyama schon mit Zeitstrafe auf dem Deibel wieder. Gucken wir mal, hat er, ja, 2 Sekunden hat er. Sich aufbrummen lassen. Die muss er natürlich jetzt die nächste Runde, zum Ende der Runde abbauen. Leichte Berührung hier von Hagebo auf Giorgi, aber läuft sauber. Ah, gucken wir mal, was Hagebo macht. Kommt er rein? Nein, lässt die Tür zu hier. To be or not to be. Bin hetero. Kann man auch so sagen. So. Sieht hinten aus. Hukiyama 6. Dann hier Willi gegen Vice. Und Centurio. Auch natürlich schön fleißig im Duell. Wie sieht es vorne aus? Da versucht Gyoka natürlich auch nochmal den Angriff zu tätigen. Reicht aber noch nicht. Um da mitzumischen. Hier Hagebo gegen Giorgi. Dasselbe in Spee. Jetzt geht es natürlich rund Richtung Windschattenduell. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir draufbleiben können. Aktuell ist hier überall noch Highlife-Tüten. Dann nochmal das Vierer-Duell. Vice, Willi, Centuri und Simba. Und der Stille natürlich da auch noch ein bisschen abgeschlagen. Menges auf 12 gegen der Stille und Sascha auf der 13 mit dem Schaden. Ja, Rusey gegen Gürkan und Bietekuhl reicht aktuell noch nicht, bleiben da vorne. So, natürlich Hagebo vorbei an Giorgi gegangen. Vice gegen Willi reicht aktuell noch gut. Ja, sauber Pass. Und Centurio gegen Simba. Dasselbe in Spee hier. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Bier oder Brause? Gibt es nicht alle Tage. Bier. Uiuiui. So. So, jetzt ist natürlich die Frage. Centurio. Bisschen am Lecken. Simba dahinter. Dann kommt natürlich Hukiyama. Der natürlich auch ein bisschen Platz verloren hat. Lecker. Mineralwasser. Hat er auch da. Dann können wir dort alles da. Alles. Und Ebbesäft. Demzufolge frage ich mich gerade, warum meine Alerts nicht funktionieren. Vasa, vielen herzlichen Dank für den Biddy. Vielen herzlichen Dank. Ich frage mich gerade, warum es nicht klappt. Warum der das jetzt schon wieder zu spät macht. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne. Will er nicht. Hm, schade. Aber dennoch vielen herzlichen Dank für den Biddy an Wasser. So, Willi will es wissen. Natürlich hier ein bisschen zurückgefallen. Gürkan auch zurückgefallen. Hat den Freundschaden und geht dann nochmal stiften. Dreht sich weg hier. Da hat er natürlich vorne bei der Zweierkolonne natürlich dann hier schon den Anhang verloren. Ging da ein bisschen stiften. Da war wohl was gewesen. Bikou gegen Rusey. Haben wir natürlich wirklich aufgepasst. Ah, wie cool auf 1, Rusey auf 2, dann kommt der Hagebo natürlich schon dran, ja, mit Giorgi. Giorgi auch schon dran, ja. Dann haben wir ein bisschen Luft. Oh, 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 da quietscht es, da quietscht es. Hagebo wird kassiert von Giorgi.
Husey gegen Bikul. Bikul kann sie absetzen. Husey auf 2. Georgie vor Bayern Hagebo. Da hinten ist natürlich einer in der Box. Hagebo jetzt versucht es nochmal zu kontern. Sitzt direkt im Windschatten. Gegen Husey auch noch mit dran am Windschatten. Läuft er nicht ganz rund. Also die Frage, was macht Hagebo? Sitzt im Windschatten, kommt auch noch nicht ganz so vorbei, wie er das möchte. Somit die ersten vier noch relativ dicht zusammen, unter einer Sekunde. Saugen sich gegenseitig ran. Hagebo versucht es jetzt. Reicht noch nicht ganz hier, aber bleibt dahinter, bleiben alle auf der Strecke. Vici dasselbe Spiel hier gegen Hokiyama und Centurio. Da ist ein bisschen Luft jetzt dazwischen. Willi gegen Simba. Und der Stille gegen Gürkan. Der natürlich den Frontschaden hat. Gürkan zieht. Wollt vorbeiziehen. Innen reicht nicht ganz. Oder reicht es doch? Ja, es reicht doch. Gürkan vorbei. Menges versucht natürlich jetzt auch am Stillen vorbeizugehen. Reicht doch nicht für Menges. Sascha auf 13. Eine halbe Sekunde Strafe ist natürlich jetzt, war in der Box. Muss jetzt erstmal eine Runde düsen. Wie cool kann sich ein bisschen abziehen gegen Husey. Husey hat den Georgie noch im Nacken und Hagebo. Hagebo natürlich hier schön fleißig nebeneinander. Aber kommt noch nicht ran vorbei. Da fehlt der Boost hier vom Porsche. Oh, da gab es einen kleinen Dutscher. Hagebo jetzt hier im Windschatten. Ah, da fehlt noch das i-Tüpfelchen. Da fehlt noch das Stücke. Noch nicht ganz hier. Windschatten. Husey bekommt ja auch ein bisschen Windschatten. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt kommt der Hagebo nicht vorbei am Georgie. Georgie auf der Innenbahn. Husey verbremst sich. Und somit kann Georgie vorbeiziehen. Reicht das hier? Hagebo hinterher. Und kassiert genauso hier den Husey. Jetzt natürlich Hagebo innen. Drückt sich rein. Georgie lässt die Tür auf. Na komm, komm, komm. Jetzt hat er's. Jetzt ist Hagebo vorbei. Erstmal. Oh, Hokiyama gegen Vice. Kommen langsam ran. Vice da ein bisschen weit rausgekommen. Verliert er somit ein bisschen Zeit. Centurio auf 7 dahinter. Willi dasselbe in Spee auf der 8. Simba auch. Alle noch relativ dicht zusammen. Also kein großer Verflüchtiger. Menges in der Box. Da ist der Sprit leer. Somit gehen jetzt hier die ersten offiziellen Boxensop ran. Menges hätte natürlich noch eine Runde können, aber beseitigt lieber früher den Schaden. Geht auch jetzt raus aus der Box. Obi cool, dreht noch eine Runde. Hagebo auf 2. Wollte auch noch eine Runde können. Dolci auf 3. Husey auf der 4. Dann haben wir ein bisschen Luft. Dann haben wir Hokiyama gegen Vice. Vice direkt im Windschatten. Bin mal gespannt, wer hier als erstes reingeht von der Front. Der erste fährt weiter. Zweite fährt weiter. Dritte fährt weiter. Vierte fährt weiter. Fünfte fährt weiter. Sechste fährt weiter. So, die ersten sechs fahren weiter. Centurio fährt weiter. Die fahren alle noch mal weiter. Waren nur. Nee, Stille geht rein. Stille geht rein, somit Sascha und Menges und der Stille waren schon mal in der Box. Bikul leichter trifft hier ins Grün. Verliert er natürlich jetzt eine halbe Sekunde. Und dann kommt natürlich Georgie gegen Hagebo.
Ah, sieht noch relativ gut aus. Noch relativ human sieht das aus hier. Natürlich, jetzt werden die dann gleich alle reingehen müssen. Gut, da hinten hat sich einer. Nee, das war der Stille, war in der Box. Ich wollte gerade sagen, kommt gerade raus. Hat sich nicht weggedreht. Simba 9, Willi auf 8. Centuri auf 7, Vice auf der 6. Versucht natürlich auf Fukuyama halt aufzuschießen. Jetzt gehen sie alle rein. Alle gehen sie rein, außer die letzten drei. Und gleich, wie sie alle abgewogen werden. Bicool drinne, Georgie drinne. Nee, es fahren doch noch welche weiter. Georgie fährt weiter. Georgie kann noch ein Ründchen. Also doch nicht alle rein. Loser hat auch nicht spart. Fährt auch noch ein Ründchen. Und Bolo. Vielen herzlichen Dank für den Log. Ich hab's jetzt geschnitten. Ich hab's gemerkt. War letztes Mal bei dir auch schon drin. So, Simba auf 3 ist auch noch weiter gefahren. Machen wir mal dasselbe ins Spiel. Rosa. Ist da noch nicht drin. Natürlich, Menges war auch schon in der Box. Aktuell auf Platz 6. Da kommen natürlich Bicool raus, Vice raus. Menges direkt dahinter hat jetzt hier den Hagebo vor sich. Der Vice und Menges auf 8 aktuell. Ja, guck mal, wie es vorne aussieht. Hokiyama gegen Bicool. Simba war natürlich noch nicht in der Box, muss rein. Da vorne gehen Georgie rein, Rusei rein. Simba geht jetzt auch rein. Da ist er sprintend auf 0 und geht in die Box. Somit Bicool vor auf Platz Nummer 1 hier. So, Hokiyama 2. Sollte es werden. Ja, Hokiyama gibt Gas. Natürlich der GT-Racer. Servus. Und natürlich der Schlechter. Moin zum Zweiten. Genau. So. Ein Bier für den DJ, bitte. Ja, hat er da. Hat er da. Hat er da. Hat er da. Ja, Prost. Tschüsschen. So. Da hinten natürlich Hagebo gegen Vice und Rusei. Haben sich alle erstmal noch zusammengefunden. Also noch keiner großartig weit auseinander. Der Stille auf 8, Centurio auf der 9, Simba auf der 10, Willi auf 11, Jokan aktuell auf der 12. Ah, hat schon meine Purple in Sichtweite hier.
Kann das auch. Ich kann das auch, Riverbola. Gehen wir bei ihm auch nebenbei mein Log rein hier. So, Sascha auf der 13. Georgie konnte sich absetzen, konnte vorne bleiben hier. Okiyama auf 2 gegen Biculia. Hat er sich ein bisschen vertan. Aber oh, da hinten geht auch einer stiften. Da ging Rusei stiften. Somit Vice vorbei, Hagibo vorbei, Rusei erstmal Platz verloren. Und da geht natürlich jetzt ein Bicool vorbei. Und Okiyama macht hier gleich den Konter. Junge, jetzt fängt er schon wieder an, ja. Okiyama aktuell Bestzeit hier 1:44.819. Da hinten natürlich versucht der Rusei natürlich jetzt hier wieder vorzukommen gegen Hagebo und Vice. Vice hat sich auch ein bisschen weiter außen gelehnt. Und somit hier Chance für Hagebo ranzukommen. Sieht's vorne aus. Das ist auch noch alles easy peasy. Menges auf 7. Luft nach hinten. Centuri hat hier den Simba am Nacken. Ich wird hier SRT angefeuert hier vom GT Racer. Da hat sich glaube ich wieder einer gequietscht hier. Ist ein bisschen tricky aktuell. Hier überall ist was los. Und weiß noch nicht so richtig, wo man hin drauf soll. Willi auf 11, Gürkan auf 12. Hat da auch ein bisschen Zeit verloren wieder. Auch einen kleinen Abflug gehabt, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch nicht. Irgendwas war gewesen trotzdem. Sascha aktuell auf der 13 mit Medium unterwegs. Verliert da viel Zeit. Georgie aktuell auf 1. Macht Führungskilometer. Okiyama vor Biculia weiterhin. Kann sich da ein little bit absetzen. Hagebo hat hier weiterhin noch hier das Duell gegen Vice und Rusei. Rusei, der natürlich da einen kleinen Abflug hatte in der ersten Kurve, muss jetzt wieder versuchen ranzukommen und vorbeizuziehen. Oh, jetzt natürlich Angriff hier von Rusei. Baut den Druck auf. Vice muss aufpassen, dass er nicht so weit rauskommt. Jetzt bleibt er aber weit innen. Sauber gemacht. Macht hier die Tür zu. Sauber. Hat gepasst hier. Somit kam Rusei nicht vorbei. Muss jetzt wieder pushen. Gürkan hat einen Fehler gehabt und einen Abflug. Mit Schaden. Und somit, ja, leider nach hinten gefallen. War vorne gewesen auf Platz 2. Hat sich dann im Dreierduell da ein bisschen verschätzt. Konnten wir leider nicht sehen, ist aber abgeflogen. Und dann hat er dann noch mal im Mittelfeld noch mal eine drauf bekommen. Und somit musste er frühzeitig in eine Box. War ein Pole-Tipp heute gewesen. Definitiv hast du dich dann etwas verwettet. Leider aktuell weit hin. Vielleicht kommt er noch nach vorne, je nachdem, was passiert. Aber aktuell Georgie auf 1. Okay, haben wir auf 2, Biculia auf 3. Da ist alles erstmal außer Gefahr. Hagebo gegen Vice. Oh, da kommt aber um angepflastert da in der Kurve. Kommt dann immer sehr näher ran hier, der Vice. Und Rusei natürlich direkt dahinter. Dann haben wir hinten. Ah, jetzt Rusei versucht es innen. Sticht rein. Oh, da hat er sich verbremst. Da hat er sich verbremst, ging auf die Bremse, dass er ja nicht hier den Vice abschießt. Ahoi Brause, hallo Captain Don, hallo Captain Giacometti. Ein wunderschön. Ah, jetzt noch ein bisschen tricky hier zwischen den dreien. Wissen wir noch nicht wie. Menges kommt aber langsam näher. 1,8. Sitzt er jetzt schon hinten dran, ja. So, Stille. Still und heimlich nach vorne gefahren auf Platz Nummer 8.
Hat dann aber den Zensurio im Nacken. Finde ich geil, wenn das Fahrzeug immer so wackelt. Dim, 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 dim. Oh, und Simba. Gegen Gurkan. Gurkan im Windschatten. Jetzt auf der Schikane achten. Geht jetzt erstmal vorbei. Ja, Gurkan geht vorbei. Und Simba geht da ein bisschen kleinen Tick früh auf die Bremse. Also passt das hier wunderbar. Willi auf 12. Und Sascha weiterhin hier auf der 13. Ah, ist er mit dem Medium unterwegs. Sind wir mal gespannt, wie weit er das noch nach vorne schafft. Giorgi hat jetzt so langsam Probleme. Ah, geht weit raus, geht weit raus. Und da kommt Hogiyama. Hogiyama ist dran und zieht auch jetzt innen vorbei. Und Giorgi natürlich die Zeitstrafe. Leichter Quersteher von Giorgi. Jetzt kommt natürlich Biku noch, der will dann auch noch vorbei. Somit die Führungskilometer von Giorgi sind jetzt erstmal passé. Die Frage, weit außen, dann nach innen ziehen. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Und natürlich Hagebo gegen Vice und Rusei ist auch noch sehr dicht zusammen, die drei. Da kommt natürlich auch der Menge ist jetzt definitiv näher ran, wenn ich das so richtig sehe auf der Karte. Ne, okay, Rusei ist dann dahinter. Okay, da sind das nur zwei, drei Pfeile. Okay, dann passt das noch. Wie cool jetzt hier gegen Giorgi. Wie cool braucht theoretisch nur dranbleiben. Brauche jetzt hier nichts Gravierendes versuchen, wenn Giorgi sowieso jetzt die Zeitstrafe abbaut. Muss man hoffen, dass er nicht zu viel Zeit verliert. 1,5 Sekunden hinter Hogiyama ist er. Kann er sich jetzt wieder ein bisschen ransaugen, ein bisschen pushen. Und Giorgi baut jetzt hier die Zeitstrafe ab. Genau, geht dicke vorbei. Nimmt noch ein bisschen Schub mit. Und versucht jetzt natürlich hier auf Hogiyama aufzuschließen. Vice gegen Rusei. Hagebo wurde kassiert. Versucht natürlich nur noch Rusei da an Vice wieder vorbeizukommen. Dann hat er wieder seinen Standortplatz. Was er vor seinem Abflug hatte. Und dann haben wir hier natürlich das hintere Mittelfeld. Der Stille ist natürlich auch noch direkt im Duell mit Gurkan und Centurio. Überall noch eine Sekunde Unterschied. Aber könnte natürlich gleich was werden hier. Use jetzt gegen Hagebo. Jetzt ist er ran. Jetzt muss er nur pushen, noch mal ein bisschen Windschatten mitnehmen, so gut wie möglich. Und dann geht er vorbei. Und Alex Siel, ein wunderschön. Und vielen herzlichen Dank hier für dein Followchen. Dankeschön. Aber ich sage mal so, ich finde es sehr nett. Ich finde es sehr nett, dass ihr die Eskalation ausgelassen habt heute. In Liga 2. In Liga 5 sind wir ja wahnsinnig aus hier. Tickt. Also, kann dort können wir nur ein bisschen Luft holen. Und ist die Stimme nachher ganz spät. Und Camillo hat natürlich nachher nochmal einen Stream ab 20 Uhr. Und hier mal drei hintereinander. Hagebo bleibt noch vor Rusei. Aber Rusei geht jetzt vorbei. Rusei hat den Fehler gefunden. Die Tür war auf und Rusei geht natürlich vorbei hier am Hagebo. Und somit Rusei auf der 5. Jetzt natürlich der Angriff hier gegen Vice. Reichte der?
Oder reicht dir nicht? Aber ich sag mal so, erstmal nochmal vielen herzlichen Dank für die ganzen Follows in letzter Zeit. Also wir nähern uns schon die 1300. So langsam. Da fehlen noch 24, aber wir nähern uns sehr, sehr stramm da dran. Und Hussein geht jetzt vorbei am Vijay. Schön aussehen, vor der Schikane, sauber gemacht und vorbei. Und mit Hussein auf 4. Georgi natürlich hier gegen Bikul. Bikul natürlich vorbeigezogen. Und Georgi versucht natürlich jetzt hier auf Platz 3 vorne zu bleiben. Hussein hat weiterhin den Vijay im Nacken. Der will natürlich noch mal ein bisschen Windschatten mitschnurren. Reicht das oder reicht das nicht? Leichter trifft hier vom Vijay, aber kann relativ dicht dranbleiben. Und da geht natürlich hier, wer geht da? Da wird die Tür zugemacht hier, aber eiskalt von, gegen Menges. Aber eng, ja. Menges auf 13. Und TT Driver, vielen herzlichen Dank für dein Follow und herzlich willkommen in Donnys Kneipenkeller. Ein wunderschön. Nimm Platz, nimm dir ein Bier. Donny gibt einen aus. So, natürlich jetzt der Ruse konnte sich jetzt erstmal absetzen. Das hat jetzt funktioniert. Jetzt hat aber Hagebo natürlich hier erstmal den Vijay vor sich. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Definitiv. Bisschen hab ich noch. Aber ich sag mal so, 3 Stunden Stream, 3 Stunden durchballern. Das kommt für den Streamer nicht gut. Dann sitzt er immer so da. Ja, hey, hey, hey. So. AGB auf 6. Vijay auf 5. Beide jetzt ein bisschen Platz gelassen. Dann haben wir hinten der Stille gegen Centurio und Simba und Willi. Der Willi. Sascha auf 12. Wow, nochmal eine Box. Und der Menges war auch nochmal eine Box. Bier geht noch nicht. Geht immer. Dann kann ich dir aber nur wärmstens empfehlen, einmal oben drauf gucken, da läuft's. Hast du was für deine Energie und natürlich für den Kopf. Bisschen Energy auf der Tüte-Basis, vegan, ohne Zucker. Auch was für Klimakleber, auch empfohlen. Auch für die Troller, die immer auf der Straße steht und fragt, bist du vegan? Gibt's ja natürlich. Gibt's natürlich bei Neukunden, gibt's natürlich bei Dr. 20% Rabatt. Bisschen Schleichwerbung machen oder Werbung machen für Donny. Und natürlich gibt es natürlich für Stammkunden 10% Rabatt. Und natürlich, wenn ihr nicht wisst, was es ist, könnt ihr euch natürlich auch kostenlos ein Probepaket holen. Das ist natürlich auch alles möglich. Einfach hier im Link. Könnt ihr euch mal angucken. Donny muss ja auch ein bisschen Werbung machen von seinem Sponsor nebenbei mal so, ne? Und das heißt, es wird keine Werbung gemacht. Keine Geld. Wisst ja, wie das ist. Bisschen Sponsoring muss man ja auch machen. Ne? So, Menge ist auf 13. Hokiyama aktuell auf 1. Bikul auf der 2. Georgi auf 3 bleibt direkt dahinter. Aber die müssen alle nochmal schön fleißig in der Box. Halbe Stunde ist rum. Hälfte ist geschafft schon mal. Dann haben wir Ruse auf Platz Nummer 4, Vijay auf der 5 gegen Hagebo.
So. Reicht doch nicht ganz hier, Vergebo. Oder? Vielleicht doch jetzt innen. V-Jab wieder weit raus. Wieder weit raus und die Tür so weit aufgelassen. Jetzt gibt es natürlich hier die bisschen leichte Didgeridoo-Berührung. Aber V-Jab bleibt jetzt innen. Ist jetzt noch vorne. Aber könnte jetzt Hagebo mal angreifen. Ah, sitzt direkt im Windschatten. Sitzt direkt im Windschatten. Reicht noch nicht ganz. Oder jetzt? Jetzt vor der Schikane. Jetzt ist die Frage, wer bremst, verliert. Und demzufolge, Vice hat verloren. Ging einen kleinen Tick früher auf die Bremse. Geht jetzt erstmal auf Platz 6. Leichte Berührung, aber läuft. Somit Hagebo vorbei hier am Vice. Vice. Und Gürkan natürlich jetzt dahinter auf das 7, kommt da langsam näher ran. 3,5 Sekunden. Aber gibt natürlich noch die ganzen Boxen. Ob sie nochmal ankommt. Willi gegen Simba. Simba leider mit Zeitstrafe. Also ist das Thema da auch erstmal durch. Simba muss da jetzt erstmal Gas geben. Der Stille aktuell auf 11. War auch nochmal in der Box. Und somit erstmal 11. Sascha auf der 12. Menges auf der 13. Waren alle nochmal in der Box. Und dann kommt natürlich schon. Wer kommt da die Kolonne da an? Wer ist die Kolonne? Das ist Kolonne Nummer 8, 9 und 10. Die hier Richtung Menges auftauchen. Und Sarah, Hallöchen. Schönen guten Abend, die junge Frau. Guten Abend. So, Hokiyama auf 1 muss natürlich hier auch gleich in die Box. Wie cool. Auf 2 dasselbe in Spee. Es ist die Frage: Müssen, wollen, können, sollen. Das ist so die Sache. Auch die Motivation kommt dann theoretisch, wenn du auf der Strecke bist. Oder ich sag mal so, Quali reicht auch zum Warmfahren. Oder wie Don Camillo in Gran Turismo 7 gemacht hat, Quali ist dafür da, um natürlich Setup zu bauen. Georgie jetzt hier. Hast ausprobiert, nicht wirklich. Ja, schade. Schade. Obi cool. Gegen Georgie. Aber Ruse ist auch wieder da. Ruse ist wieder da. Guck mal jetzt hier, da kommt die ganze Frauenpower hier. Wade Mooney, Vasa und Sarah. Jetzt Männer warm anziehen, benehmen. Frauen sind da. In den R8 bist du nur bei 47. An manchen Ecken vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Aber das Problem kenne ich. Habe ich auch so. Fahre ja am Dienstag wieder ein Rennen, wo ich dann sage, ja, warum sind die 2 Sekunden schneller? So, Vice gegen Gürkan. Gürkan kommt langsam. Gürkan ist jetzt direkt dran hier am Vice. Also wird hier gleich der Angriff kommen von Gürkan. Aber wie schon sagt, Sarah, du schaffst das schon. Du kannst das schaffen, aber sei bereit. Die Kurven sind in der Schikane nicht ganz so breit. Oder sowas in der Richtung. So, Gürkan jetzt hier. Gibt alles, aber muss in die Box. Vice hinterher. Das wird lustig gleich. Okiyama Box, Hagebo Box. Georgie blieb draußen, fährt noch eine Runde weiter.
Rusey könnte theoretisch noch zwei. Und Bicool hat den Reifen runtergerockt. Bicool hat den Reifen runtergerockt, geht trotzdem auf seine Sprit-Strategie. Und dann kommt der Rusey, der natürlich jetzt den Angriff tätigen könnte. Da natürlich hier bei Bicool natürlich hier beim Deepton die Reifen runter sind. Im Infield, ja. Im Infield ist so eher so der Kleiderhaken, wenn man das mal so betrachtet. Ist nicht ganz ohne die Hütte. Aber ich kann dir leider keinen Tipp sagen. Ich bin in der R8 hier in GT7 noch nicht einmal gefahren. Oh, Rusey. Ja, verliert er auch ein bisschen Zeit, der Rusey. Auf die Spitze nachher, aber jetzt kann er es versuchen. Fährst einfach irgendwie. Irgendwie geradeaus. Irgendwie geradeaus. Aber wirst du schon schaffen. Wir drücken dir den Daumen. Und Bicool geht jetzt in die Box. Rusey geht hinterher. Georgie auch mit. Georgie ganz knapp mit Sprit. Centuri auch die Reifen runtergerockt. Und somit geht jetzt auch in die Box. Simba dasselbe in Spee, hat aber ein bisschen mehr Reifen. Und Simba fährt weiter. Simba fährt hier weiter. Und somit für Simba Führungskilometer auf Platz Nummer 1. Okiyama, wo ist er? Kommt jetzt vorbei an die Viererkolonne. Rusey, Centuri, Bicool und Georgie. Wer kommt von den nächsten als erstes raus? Agibo kommt jetzt auch vorbei. Guck mal, wann kommen die anderen raus? Georgie geht raus, Rusey geht raus. Jetzt wird's eng. Jetzt Bicool raus. Wo sind sie? Sind alle raus. Sind alle raus. Da kam Haribo nicht nah genug ran. Bicool auf 5. Rusey auf 4. Georgie davor auf der 3. Sieht hinten aus. Vice 7 gegen Haribo und Gürkan. Gürkan war natürlich in der Box. Sowie auch Vice und Haribo. Noch 20 Minuten zu fahren. Der Stille auf der 9. Centurio gegen Sascha und Willi. Ist natürlich auch wieder so eine Sache für sich. Schauen wir mal. Simba in der Box. Ohne Sprit. Geht jetzt in die Box. Sascha auf Menges in der Box. Hat das Auto, glaube ich. Menges hat abgestellt. Menges hat das Auto abgestellt. Schade. Für Menges. Willi jetzt hier gegen Sascha. Sascha weiter. Nee, er ist auf Weich unterwegs, Sascha. Nicht mehr auf Medium. Centurio auf 10 hier. So, Simba wird erstmal durchgereicht. Es steht weiter noch in der Box. Gürkan vorbei. Will jetzt hier an Hagebo vorbei. Ist in Lauerstellung und im Angriffsmodus. Vice vorne weg. Also Gürkan könnte, wenn er wollte, 2 kassieren. Bremspedal ist gebrochen. Junge, was macht ihr mit euren Pedalen? Das ist auch, eure Füße sind okay. Vorschlaghammer.
Junge, Menge, das ist aber, das tut mir aber leid, aber wie hast du denn das hingekriegt? Ich fahre die ganze Zeit immer mit meinem Plastischeiß. Das hält. Du brichst das Pedal ab. Ihr habt einfach zu viel Bums beim Bremsen. Das ist definitiv ärgerlich. Aber die Frage ist, wie? Wie have you just make it? Das hat er natürlich Menges auf seine eigene, Antwort auf seine eigene Nachricht geantwortet, also hat er da selber herausbeschworen. Jo, aber das ist wirklich ärgerlich. Ja, ein bisschen Sekundenkleber, ein bisschen Tesafix und dann läuft das wieder. Den lippt das wieder. So, hier. Oh, Vici ein bisschen gleich quer gestanden. Haribo musste bremsen, somit Gürkan nah genug dran gekommen. Jetzt könnte Gürkan angreifen. Oh, jetzt geht er daneben. Ah, und drückt sich rein und geht vorbei, ja, am Haribo. Aber Vici kann sich jetzt ein bisschen absetzen durch das kleine Malheur da vom Haribo, der da mitbremsen musste. Wie cool. Der Deep Tone auf 4, Rusey auf 3, Georgie aktuell auf der 2. Gegen Rusey. Das schlägt natürlich das Herz von Don Camillo größer, den Georgie so weit vorne zu sehen. Den kennt er natürlich auch schon seit zig Jahren hier. Seit 4, um genau zu sein. Auch schon diverse Duelle gegen ihn gehabt. Da freut man sich natürlich, dass er auch der Georgie mal vorne fährt. Ah, leichter Quersteher, aber wir gehen mal lieber weiter, bevor er abfliegt. Wollen das Karma nicht rausbeschwören. Und natürlich hier, Wasa macht hier nochmal Bier für DJ, alles klar. Ihr wollt, dass ich sauf, alles klar. Schüssel. Bisschen weniger Werbung machen. Weißt du, so assi, du. Ich hätte so einen voll fetten Werbepartner, aber ich darf nicht, das ist scheiße. Schade. Okay, haben wir ein. Georgie 2, Rusey 3, Be Cool auf der 4. Vice auf 5 gegen Gürkan. Gürkan sticht da innen drin vorbei, aber kommt noch nicht vorbei. Vice ist da ein bisschen ticken schneller. Kam da besser um die Kurve raus. Und dann kommt natürlich Gürkan hier. Wer will's wissen? Gürkan will nochmal nach vorne. Hier im Onboard mit rein. Rusey versucht natürlich auch an Georgie ranzukommen, ist aber noch ein bisschen Luft. Und hinten haben wir noch das Infield. Die Fahrer. Das letzte Drittel, was natürlich auch sehr dicht zusammen ist hier. Ich wollte vorher ein Bier und eine Kippe, sonst halte ich das nicht aus. Genau, halt mal das aus. Geh mal auf Stille. Genau, wollte ich gerade rauf aufs hintere Feld. Stille aktuell. Hinter Centuri mit 0,8. Und den davor. Auf Centurio. Excel braucht dafür natürlich hier ein bisschen Spotter. Erfahrung muss natürlich ein bisschen spotten hier. Stille natürlich mit Zeitstrafe baut sie jetzt ab. Und somit sind Julia wieder leichten Vorteil, kann sich ein bisschen absetzen. Hat auch ein bisschen mehr Sprit und ein bisschen bessere Reifen drin. Ne? So,
Simba auf 8. Agibo auf 7. Da hat sie quietscht, da hat sie quietscht, da hat Simba einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt richtig erörtern konnte. Oder sah das nur auf der Karte so aus, weil der Bremspunkt aber. Venturi gegen Stille. Und Willi ist natürlich auch dran. Da ist der offizielle Boxenstopp. Sascha Box, Menges Ausfall der Bremspedalerie. Okiyama auf 1, Georgie 2, Rusey weiter dahinter. Cool, Luft nach vorne und nach hinten erstmal. Jo kann jetzt hier im Angriffsmodus gegen Vice. Kommt er jetzt vorbei? Ist auf der Innenbahn. Und Hagebo kann da ein bisschen sich ransaugen mit dem Windschatten. Ja, und geht vorbei. Gürkan geht vorbei. Hagebo könnte jetzt hier hinterherfahren, aber reicht noch nicht. Reicht noch nicht hier. War Hagebo direkt dahinter. Simba gegen Centurio. Da ist noch ein bisschen Luft. Stille gegen Willi. Da ist auch noch ein bisschen Luft. Sascha weit abgeschlagen aktuell. Menges in der Box. Okiyama 4,2 Sekunden vorne. Georgie auf der 2. Hat aber immer noch den Ruse im Nacken. Ja, Georgi macht da ein bisschen Verwirrung im Windkanal. Aber jetzt kommt Rusey. Jetzt kommt er. Und denke mal, Georgi muss, denke ich mal, nachgeben. Aber Georgi bleibt erstmal vorne. War auf der Innenbahn. Oh, leichte Stitcheridu. Ah, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ja, jetzt Rusey macht, baut den Druck auf. Rusey baut Druck auf. Rusey will vorbei. Jetzt hat er die Faxen dicke. Ah, jetzt will er. Wenn er wackelt, dann will er. Ah, Tür ein bisschen offen lassen. Genau, sauber. So wollen wir das sehen. Innenbahn ist jetzt hier der Rusey und geht jetzt vorbei. Rusey ist vorbei hier. Am Georgie. So mit Rusey auf 2, Georgie auf 3. Und Bitugul dahinter auf 4. Gürkan vorbei, natürlich ein Vice. Ging er vorbei. Vice natürlich hier nochmal gegen Hagebo. Leicht berührt, glaube ich. Aber läuft noch. Oh, Simba gegen Centurio. Centurio ist jetzt auch langsam dran. Darf jetzt gleich hier mitmischen. Ach, da hat er die Strafe kassiert. Ach, ist das ärgerlich. Kam so gut nah ran. Jetzt aber natürlich gleich die Zeitstrafe abbauen. Genau, verliert wieder Zeit und muss natürlich wieder von vorne anfangen.
Nach 8,5 Minuten ist es jetzt definitiv schwierig, jetzt ranzukommen. Willi auf 10, Luft nach vorne, nach hinten, der Stille, Luft nach vorne und nach hinten, Sascha auf 12. Okiyama weiterhin hier auf der 1. Rose 2, Georgie. Ah, verliert ein bisschen Zeit, aber Be Cool könnte noch mal kommen. Be Cool dürfen wir nicht vergessen, der könnte noch mal. Bin mal gespannt, was sie da vorne machen. Rose hat gerade einen kleinen Fehler gehabt. Und somit Georgie wieder dran. Also hier haben wir gleich ein Dreierduell, ein großes Dreierduell. Zwischen Platz 2, 3 und 4. Gürkan auf 5, 6,8 Sekunden. Das wird, denke ich mal, nicht mehr reichen, da irgendwie ranzukommen. Kann sie absetzen. Hagibo auf der 6 an Vice vorbei. Das macht Georgie. Kann Georgie nochmal hier sich nach vorne mogeln? Sieht hinten aus. Da ist Luft, da ist Luft. Da ist nochmal gleich kleines Duell, aber da ist noch ein bisschen Luft. Würde Centurio sein da oben, der jetzt hier Richtung Startziel fährt. Und Georgie, was macht er? Und Rockout, Moinsen. Ja, schwierig jetzt hier. Georgie gibt alles, Huse gibt alles, B2Cool gibt aber auch alles. Die geben alle alles, alle geben alles. Dann wird natürlich am Ende nochmal richtig spannend. Wir haben nur noch 6 Minuten 40. Da sieht noch alles gut aus. Hinten ist jetzt auch Ruhe. Centurio ist natürlich am Willi nicht mehr dran. Das erstmal alles ruhig. Haben jetzt Hagebo gegen Vice. Und dann haben wir hier natürlich hier das Dreierduell. Okay, Amma nehmen wir mal raus. Der ist ein bisschen weiter weg. Aber die haben sich jetzt auch kurzzeitig auseinandergelebt. Relativ knapp oder Sekunde. Aber Be Cool kommt ran. Be Cool kommt ran hier. Da muss Georgie aufpassen. Hinten löst sich das Netz alles auseinander. Da ist jetzt Ruhe. Hagibo Vice verlieren jetzt auch untereinander ein bisschen Zeit. Das heißt, Vice verliert Zeit auf Hagibo. So wie das da jetzt aktuell aussieht auf der Karte. Sollte auch so sein. Genau 07. Also ist da jetzt aktuell noch ein bisschen Ruhe drin. Little bit Ruhe ist drinne. Also die Stoßzeiten sind vorbei. Die großen Angriffstätigkeiten hier. Die letzten 5 Minuten. Schauen wir mal, was die ersten 3 noch machen. Okiyama 4,7 Sekunden kann sich erstmal absetzen. Hat er jetzt auch erstmal Ruhe. Erstmal darf er aber keine Fehler machen. Sonst sind sie vorbei. Aber so sieht es aktuell sauber aus für ihn. Ohne große Probleme. Rose 2, Georgie 3, Be Cool 4, Gürkan 5, Hagibo 6, Vice 7. Vice hat sich jetzt auch abhängen lassen, Zeit verloren. Simba auf der 8, Centurio auf Platz Nummer 9, Willi auf der 10, der Stille auf der 11 und KCE Sascha auf der 12. Menges mit technischen Defekt in der Box.
Ja. Jetzt eigentlich die einzigen Duelle, die wir hier haben hier. Platz 2, 3 und Platz 2, 3 und 4, so rum, genau. Dorji kämpft wieder. Dorji ist im Angriffsmanöver. Das kostet natürlich wieder Zeit. Somit kann B2Cool vorfahren. Also haben wir gleich ein offizielles Dreierduell. Oh, leichter Quersteher hier von Dorji. Reicht doch nicht, Dorji wieder Zeit verloren. B2Cool ist aber dran jetzt. B2Cool ist da. Der ist da, ratatata. Sind wir mal gespannt, wie cool er ist. Hätte eiskalt cool vorbei oder muss er hier doch noch kämpfen? Wir sind in der Schlussphase. Demzufolge geht es dann weiter. Liga Nummer 1 beim Corsi. Sieht's aus bei Haribo. Eine Sekunde gegen Vice. Nehmen wir es auch erstmal noch durch. Wenn Haribo keinen Fehler macht, dann zieht er durch. Jokan kann sich da auch nicht mehr näher ransaugen. Da vorne auf B2Cool bleibt bei seinen 6 Sekunden. Das Ding ist auch gegessen. Und Dorji jetzt weiterhin in Angriffsmodus hier gegen Rusei. Der will es wissen. Dorji will wieder auf Platz Nummer 2 vor. Und B2Cool möchte da auch mitspielen. Bei Vice und bei Hagebu müssen wir auch drauf achten. Könnte vielleicht doch noch was werden, Leuten. Gürkan hat hier einen Fehler gehabt. Gürkan mit Abflug. Gürkan Abflug hier. So mit Hagebu vorbei. Das habe ich ja auch nicht gesehen. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ah, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, ja. 2, 3 Duelle. 5, 6 und 7 gegen, beziehungsweise mit 2, 3 und 4. Dort wieder ein bisschen Zeit verloren. Joka natürlich mit Frontschaden unterwegs. Und Heiko. Moinsen. Servus. Grüezi und Hallöchen. Aber du kannst ein bisschen absetzen auf Gürkan. Gürkan natürlich in den Frontschaden. Was will er machen? Vice könnte wieder vorbeiziehen und geht auch wieder vorbei. Somit Gürkan erstmal raus aus dem Duell wieder. Oder auch nicht. Gürkan gibt alles. In den Kurven geht's, aber auf der Geraden geht's nicht mehr. Rusei kann sich ein bisschen absetzen. Wir sind in der letzten Runde. Beziehungsweise kommen die nochmal durch über Startziel. Rusei fährt nochmal durch. Fahren alle drei nochmal durch. Stimme Vice, beziehungsweise Hagebo, Platz Nummer 5 hier. Glückwunsch. Gürkan auf 6, hat den Vice nochmal kassiert. Vice auf 7. Glückwunsch. Simba auf Platz Nummer 8 hier. Glückwunsch. Venturi auf Platz Nummer 9. Glückwunsch. Willi auf der 10 hier. Macht das Lichthupen-Massaker. Freut sich. Platz 10 für Willi. Aber wer ist der andere da hinten? Wer ist das? Menges auf 13. Geht jetzt auch durchs Ziel. Und dann kommt der Stille. Stille hier auf Platz Nummer 11. Glückwunsch am Stillen und Sascha Platz 12 hat leider nicht für mehr gereicht, schade. Trotzdem Glückwunsch, Okiyama holt sich somit hier die Pole Position und somit Platz Nummer 1, Okiyama, Glückwunsch
für Platz Nummer 1. Da hinten wird es natürlich nochmal recht spannend. Georgie hat leider den Platz verloren gegen Bietekuhl. Somit Georgie auf Platz 4. Giamma auf 1. Georgie mit dem Ruse auf Platz 2. Bietekuhl auf der 3. Und Georgie, ach, ohne Sprit, auf der 4. Musste Sprit sparen und wäre nicht weiterkommen. Demzufolge, da war das Problem gewesen, warum Georgie nochmal einen Platz verloren hat. Schnaps on here. Schnaps on here. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Definitiv können wir das alle vertragen. Das war am Ende nochmal richtig schön spannend hier. War zwar ruhig, sag mal so, aber war geiles Rennen, definitiv. Sonnenuntergang und ein bisschen Bier, 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 Bier. Achso, geht weiter. So, demzufolge, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank hier an die Zuschauer, an eure natürlich freien Sound Alerts hier mit Bier, 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 Bier. Bier für den DJ und natürlich Bier, Bier und Bud Spencer und Herrn Zöll. Und demzufolge müssen wir jetzt leider rübergehen zum Kursi. Eigentlich leider nicht, ne? Leider, ich muss leider aufhören, sag mal so. Aber ich bin natürlich später auch wieder da. Ab 20 Uhr geht es bei mir weiter. Aber jetzt geht es natürlich hier rüber zum Kursi. Ist er denn schon da? Warum zeigt er, da ist er ja. Warum zeigt das bei mir schon wieder nicht an, ja? Das ist ja, zeigt er an. So, demzufolge geht's rüber zum Kursi. Da nochmal Highlife in Tüten und somit vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und somit haut rein. Bis denn dann, bis später oder etc. Pipapo. Nara 20 Uhr nochmal Stream bei dem GT Sunday Cup. Und natürlich morgen geht's natürlich weiter bei der SRT Sparta Racing League im Finale. Und ja, sind wir mal gespannt. Also, bis später, haut rein. Bis denn dann. Ciao.